einfach ein Traum. Wirklich. Ist ein Traum. Also aktuell liebe ich es, Truck zu fahren. Ich weiß es halt nicht, wie es mit den Jahren wird. Sage ich so, wie es ist, wenn man jahrelang auf dem Bock sitzt und mit dem Rücken und die Gesundheit und grundsätzlich das Ganze, weil ich mache ja noch mal nicht nur noch fahren, ich baue ja dann auch die LKWs auf. Wenn man hier reinkommt, fühlt man sich natürlich nicht wie in einem LKW. Ja, wir sind darauf sehr, sehr stolz. Die Leute nehmen es super an. Und die Idee kam eigentlich ja davon, Sebastian war früher selber Veranstalter, also mein Verlobter, und wir hatten immer, ja, irgendwelche Toiletten angemietet. Wir waren sehr, sehr unzufrieden und dachten, das kann man bestimmt irgendwie besser machen und auch noch auf Rollen, also auf Rädern. Sprich, man kann den immer hin und her bewegen, wie man möchte, wenn der Veranstalter es will. Und ja, und das ist das Ergebnis quasi. Unser erster LKW und in jeder Kabine haben wir eine Toilette. Ich hatte eigentlich noch nie so einen richtigen Wunsch, was will ich werden. Ich habe einfach dann getan, was mir gerade in den Kopf gekommen ist quasi. Wir haben unsere Firma gegründet, hatten Busse, hatten LKWs und da haben dann einfach nur verstanden, dass es besser ist, wenn du selber einen Führerschein hast, weil dann bist du nicht so aufgeschmissen, wenn jemand mal nicht kann. Unsere ersten LKWs war MAN, ist bis jetzt MAN. Ich sehe da hinten schon den neuen stehen, wenn ich darf. Da will ich losrennen und direkt gucken, weil ja, im Garten hat man nicht immer sowas stehen, würde ich sagen. Ne? Seine Wurmeln! Ja, das ist natürlich eine geile Aktion von MAN, ne? Ich genieße es auch, aus dem Haus zu gehen und einfach nur zu arbeiten und auch ein, zwei Tage alleine zu sein als Frau. Was willst du drauf haben? Also die Truckerinnen, die schon auf dem Bock sitzen und LKW fahren, erstmal Daumen hoch, finde ich cool. Und die, die drüber nachdenken, die kann ich nur ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil es ist wirklich ein schöner Job. Du hast deine Ruhe, musst ja nicht immer ins Ausland fahren, du kannst ja auch in Deutschland fahren, ja, auch Mütter mit Kindern, Familien, da geht alles. Das ist ein wirklich flexibler Beruf. Also meine Familie gibt mir schon viel Kraft, egal was wir machen. Man hält zusammen, Malias lächeln, Malia lenkt auch ab, sie bringt einen runter auf den Boden. Was denn? Das war doch das. Echt? Das war ein Foto. Auch mit Sebastian, wir reden viel miteinander. Es muss irgendwie zusammen funktionieren. Wir leben zusammen, wir haben zusammen ein Kind, wir führen zusammen die Firma. So funktioniert das irgendwie, ne? Bist du fertig? Geht ja. An der Straße stehen bleiben. Ich liebe dich. Viel Spaß. So. Also ich würde sagen, dass ich mich schon als Botschafterin für die ja, LKW-Fahrerinnen sehe. Ja, es soll andere Frauen anspornen, dass sie auch in diesen Beruf vielleicht einsteigen. Es gibt auch viel zu wenige von uns Frauen da drinnen.